Brandenburg, was ist das? Treffen wir die Bürgermeisterin von Ratzdorf im Zentrum der Schweinepest an der Oder. Liebe Gäste aus aller Welt, herzlich willkommen in Brandenburg. Brandenburg ist schön, landschaftlich schön. Die Flüsse, die Seen, die Kiefernwälder, die Störche, der Wolf und auch der Biber. Die Brandenburger sind ein liebenswertes Volk. Weltoffen, herzlich und sehr gastfreundlich. Und hier gibt's auch viel zu lachen. Eigentlich lachen wir Tag und Nacht. Ich würde sagen, der Humor, der kommt aus Brandenburg. Besuchen Sie Brandenburg, unsere Städte, Dörfer. Kommen Sie auf unsere Spielplätze, in unsere Fremdzimmer, in die Hotels und Gastwirtschaften. Bis bald. Wir sehen uns in Brandenburg. Es ist für mich eine Ehre, diesen Satz sprechen zu dürfen. Reinhard Grebe für Brandenburg. Es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo richtig was los ist. Und es gibt Brandenburg. Brandenburg. In Brandenburg ist wieder jemand gegen einen Baum geguckt. Was soll man noch machen? Mit 17, 18 in Brandenburg. Sagt der Ronny zu der Ramona, hier war immer schon Lockdown, auch vor Corona in Brandenburg. Da stehen drei Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln in Brandenburg. Brandenburg, ich fühl mich heute so leer. Ich fühl mich Brandenburg. In Berlin bin ich einer von 4 Millionen. In Brandenburg kann ich bald alleine wohnen. Brandenburg. Im Adlon ist Brad Pitt und der Washington Denzel. Im Autohaus in Schwede soll Achim Menzel. Brandenburg. Und alle! Berlin. In Brandenburg ist wieder jemand voll in die Allee geguckt. Was soll man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist nicht alles Lafayette, es ist meistens Lidl. Kein Wunder, dass der Bogen nicht mehr fiedelt in Brandenburg. Wenn man Bisamratten im Freibad sieht, dann ist man im Naturschutzgebiet. Mark Brandenburg, Brandenburg, ich fühl mich heute so aus. Gebrandenburg. In Berlin, da kann man so viel erleben. In Brandenburg soll es wieder Wölfe geben. Brandenburg. Im Adlon ist heute Nacht die Hillary Clinton. In Schwedt kann Achim Menzel das Autohaus nicht finden. Brandenburg. Berlin. Zeit ist um. Vielen Dank.
Reinhard Grebe! Wow! Das war ja der Hammer. Ey, ich habe mich also kaputt gelacht über den Auftritt und dann habe ich mich kaputt gelacht, weil ich mir vorgestellt habe, was passiert, wenn ein Zuschauer zu Hause einfach zufällig Sat.1 eingeschaltet hat. Der weiß nicht. Und dann damit konfrontiert wird. Du bist eine Legende und ich freue mich sehr, dass du heute schon, bei... Jetzt schon? Ja, eine lebende Legende, dass du hier dabei bist. Also ich habe dich bei Nightwatch immer gesehen und beim Quatsch Comedy Club, ja. Und dass du jetzt diese Show quasi versüßt mit diesem Brandenburg-Lied, ist eine Junge große Mann, Ehre. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Große Ehre.